Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Zweitkanal. Heute mal wieder aus unserem altgedienten und altgeliebten Studio. Ihr seht's, es ist hier alles schon in Auflösung begriffen und ich hatte es auch schon einmal in einem anderen Video erwähnt. Es kommt wenig Content in letzter Zeit im Zusammenhang mit mir, also mit mir vor der Kamera, weil ich ganz einfach berufsbedingt jetzt nicht mehr hier am Standort bin, sondern ganz einfach weggezogen bin. Und ja, jetzt ohne sentimental zu werden, das ist schon ganz schön schade, weil gerade auch das Studio hier, unser Studio, wo PRW Review groß geworden ist, sage ich mal, wo wir die ganzen schönen großen Unboxings gemacht haben und an das ich einfach sehr viele gute Erinnerungen habe, wird aufgelöst. Ja, wir sind uns mit dem Besitzer der Garage hier nicht mehr ganz einig geworden, was heißt, dass wir jetzt hier raus müssen. Nicht sofort, aber halt in näherer Zukunft. Wir werden natürlich irgendwo anders noch ein anderes Studio suchen. Und was jetzt mich angeht, ich werde natürlich in Zukunft auch immer mal wieder ein paar kleine Gastauftritte haben und vor allem, was den Hauptkanal angeht, noch vollkommen zur Verfügung stehen. Aber es wird jetzt halt nicht mehr wöchentlich, wie es früher mal war, ein oder zwei Videos geben, was ich sehr persönlich sehr bedauere. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht irgendwann wieder so wird. Also von daher betrachtet, es ist ein Abschied mit einem lachenden, einem weinenden Auge, weil natürlich muss man sich immer weiterentwickeln. Erstens und zweitens ist es natürlich auch extrem schade. Aber ich denke mal, ihr werdet es verstehen, auch unter anderem den Umstand, dass wir uns halt von einigen Sachen hier im Studio, ihr seht es hinter mir schon, trennen müssen. Beziehungsweise die auch in andere Lager und andere Standorte verteilen und verlagern müssen. Ach, das tut mir jetzt leid, Doggo. Das tut mir jetzt echt nein. Ja, was jetzt diese Unterbrechung angeht, die werdet ihr natürlich in Zukunft auch nicht mehr so in der Art miterleben dürfen. Ja, das Lager wird jetzt an der Stelle aufgelöst und natürlich an verschiedene Standorte, jetzt an unsere Standorte dann verteilt. Aber es wird auch ein Teil zur Auktion freigegeben, eBay, eGun, keine Ahnung was. Also Sachen, wo ihr einfach, wenn ihr Interesse habt, mal nachgucken könnt. Ich werde zum Beispiel auf jeden Fall beginnen, einen Teil meiner Airsoft-Sachen auch zu veräußern. An der Stelle auch schon mal, darf nicht unerwähnt bleiben. Wer wirklich konkretes Interesse hat, kann natürlich gleich schreiben. Alles andere seht ihr dann im Link unter dem Video, was wir so anbieten. Ansonsten, hier ist schon mal der Haufen, der in andere Lager geht. Und das Einzige, was dann hier in der Ecke ansonsten so bleiben wird, sind wahrscheinlich die Spinte. Aber ja, das wird jetzt eins der letzten Videos hier gewesen sein. Und insofern, der Dank ist an euch rausgegangen. Ihr seid jetzt hoffentlich wieder auf dem neuesten Stand, was mich, was uns angeht, was das allgemeine PLW-Review angeht. Und mit den Informationen würde ich mich jetzt ganz einfach von euch verabschieden. Und vielen Dank fürs Zuschauen, jetzt und auch in der Vergangenheit. Und dann bis zum nächsten Mal.